Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Food Diary. Ihr seht in diesem Video, was ich an 6 Tagen getrunken bzw. gegessen habe. Das ist ein rein pflanzliches Food Diary. Seit Anfang des Jahres 2018 ernähre ich mich zu ca. 95-96% nur noch von einer festen Mahlzeit am Tag. Davor trinke ich 1 bis 2 frisch gepresste Säfte, beziehungsweise mische ich mir auch gern mein geliebtes Grassaftpulver aus Gersten- und Kamutgrassaft und Wasser. Dieses Video soll euch nicht vermitteln, dass ihr es genauso machen müsst, dass es nur die einzige Wahrheit ist, wie man sich ernähren kann. Ich möchte euch mit diesem Video aufzeigen, was möglich ist, dass man auch über einen längeren Zeitraum nur mit einer festen Mahlzeit auskommen kann, die auch energiearm sein kann. Ich esse ja schon seit Jahren eher energiearm, dafür nährstoffreich, also Sprossen, Grünkraut, grüne Gräser, Wildkräuter, Mikroalgen. Das habe ich hier in den letzten Jahren auch immer wieder in meinen Videos thematisiert. Also ich esse eher energiearm und bin trotzdem sportlich aktiv. Also ich treibe keinen Leistungssport, auch nicht Massivsport. Ich mache meine Kräftigungsübungen. Ich gehe im Sommer gern schwimmen. Ich fahre Fahrrad. Ich gehe auch im Sommer bis Herbst auch gern laufen. Aber alles sehr moderat, nicht übertrieben und wie gesagt auch kein Leistungssport. Und so ist es möglich, dass ich eben mich auch eher energiearm ernähren kann. Seit Juli 2018 praktiziere ich die schleimfreie, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret. Das werdet ihr auch in diesem Video sehen. Ich ernähre mich auch eher fettarm, phasenweise auch fettfrei. Letztes Jahr im Herbst bzw. auch den Winter über habe ich auch viel mit gebackenem und gedämpftem Gemüse experimentiert. Nach Arnold Ehret bzw. nach Professor Spira immer kombiniert mit grünen Salaten, also frischem Gemüse, Gurke oder eben grünen Salaten. Dieses Food Diary ist rein rohköstlich, also pflanzliche Rohkost. Los geht's! Gegen 12.30 Uhr trinke ich ca. 400 ml frisch gepressten Stangenselleriesaft. Gegen 16 Uhr trinke ich einen frisch gepressten Wildkräutersaft aus verschiedenen Wildkräutern wie Girsch, Brennnessel, Gundermann, Taubnessel, Waldziest, Schafgarbe und Wiesengras. Das sind ca. 400 ml. Gegen 18.30 Uhr beginne ich meine eine feste Mahlzeit für heute. Und ich starte mit 2 sehr reifen Papaya. Die habe ich bei der Fruchtlawine bestellt. Die Fruchtlawine ist ein kleines Familienunternehmen in Sri Lanka. Und es gab da mal so ein gutes Angebot für Papaya. Und da bestelle ich jetzt seit April einmal im Monat Papaya. Weiter geht's mit dem zweiten Teil meiner Mahlzeit. Circa eine halbe Stunde, nachdem ich die Papaya gegessen habe, geht es mit diesen Lebensmitteln weiter. Ich habe jetzt gerade 7 Kräuter eingenommen. Das ist so ein Pulver aus 7 bitteren Kräutern. Dieses Pulver besteht aus Bibernelle, Kümmel, Fenchel, Wacholder, Wermut und Anis. Die Bitterstoffe der 7 Kräuter sollen einen Schleim- und Schlackenlösenden als auch einen Schleim- und Schlackenausscheidenden Effekt auf den ganzen Körper haben. Von diesem Pulver habe ich ca. 1/4 Teelöffel im Mund zergehen lassen. Jetzt esse ich einen Salat aus geraspelter Gurke, Kresse, Rettichsprossen. Dann ist noch eine Frühlingszwiebel dabei, die ich klein geschnitten habe. Dann noch ein Pulver und zwar grünes Lebenkomplex. Das besteht aus Alfalfasaft, Gerstengras, Hafergras, Weizengras, Spirulina, Chlorella, Kelb, Brokkoli, Kohl, Grünkohl, Petersilie, Löwenzahn, Brokkoli, Keimlinge und Dulche. Grünes Lebenkomplex gibt es bei Lebenskraft pur. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zu meinem Gurkensalat gibt es noch mehr selbstgezogene Sprossen. Da haben wir hier einmal Alfalfa, dann hier, das sind Brokkolisprossen und noch ein bisschen Wildgrün, das sind Lindenblätter und Fichtentriebe, junge, weiche Fichtentriebe, auch die können gegessen werden. Dann habe ich hier noch mehr Sprossen, das sind Boxhornkleesprossen und danach esse ich noch ein paar Chlorella-Presslinge, Mikroalgen.
Gegen 15.30 Uhr gibt es für mich ca. 400 ml frisch gepressten Wildkräutersaft aus Wiesengras, Brennnessel, Gundermann, Taubnessel, Waldzies, Schafgarbe und Breitwegerich. Kurz nach 17.30 Uhr beginne ich meine feste Mahlzeit für heute wieder mit zwei reifen Papayas und diesmal werde ich auch ein paar der Papayakerne mitessen. Eigentlich wollte ich nach der Papaya meine Gemüsesprossenmahlzeit essen, allerdings haben wir gerade ein Paket von Jurassic Fruit bekommen, da habe ich letzte Woche bestellt. Ab und zu bestelle ich da zum Beispiel reife Jackfrucht, meine Lavaerde für die Haare, auch mal Cassia Fistula zum Entgiften oder eben andere reife Früchte, vor allem auch für meinen Ältesten. Und Jackfrucht ist seine Lieblingsfrucht und ich bekomme natürlich dann auch mal ein bisschen Jackfrucht ab. Ich werde heute meine Abendmahlzeit etwas abwandeln und esse jetzt erstmal noch ein bisschen Jackfrucht. Ihr habt gesehen, für mich gab es heute schon zwei Mono-Fruchtmahlzeiten, einmal Papaya und einmal Jackfrucht. Der zweite Teil meiner festen Mahlzeit besteht meistens aus Gemüse, Sprossen und Grün. Da ich aber heute zwei größere Portionen Obst habe, gibt es jetzt für mich weniger Gemüse und weniger Sprossen. Ich wollte mir heute eigentlich noch einen großen Gurkensalat machen mit Sprossen und Chlorella. Jetzt belasse ich es bei diesem Gemüse. Das sind Kohlrabi-Scheiben mit selbstgemachtem Bärlauchpesto bestrichen. Und darauf habe ich verschiedene Sprossen verteilt. Und zwar Brokkoli und Alfalfa. Und hier, das ist noch ein kleines Schälchen Boxhornkleesprossen. Gegen 13 Uhr trinke ich einen frisch gepressten Saft aus ca. 1 Kilo Möhren und einem großen Bund Petersilie. Es ist jetzt gegen 18 Uhr und bevor ich meine feste Mahlzeit zu mir nehme, gibt es noch ein bisschen 7-Kräuterpulver, ein bitteres Pulver aus 7 verschiedenen Kräutern. Wie ihr seht, habe ich etwas bitteres Pulver in ein kleineres Glas gefüllt. Das habe ich dann oft mit, wenn ich auf Reisen oder unterwegs bin. Das ist der erste Teil meiner festen Mahlzeit für heute. Ich starte mit reifen Früchten. Links seht ihr eine Cherimoya und rechts Jackfruchtstücke. Das ist der zweite Teil meiner festen Mahlzeit. Schön grün. Das ist ein Salat aus Gurke, Kresse und dem Pulver Grünes Leben. Dazu gibt es noch ein bisschen Alfalfa-Sprossen. Hier ist auch ein kleiner Salat mit Gurke, auch mit Kresse, allerdings mit Chlorella-Pulver und Brokkolisprossen. Das ist Wildgrün, das habe ich heute frisch gesammelt. Hier in diesem Schälchen seht ihr auf der rechten Seite Gundermann, dann haben wir hier von Brennnessel und auf der linken Seite Hirtentäschel. Hier befindet sich auch einiges an Wildgrün, ganz viele Lindenblätter, Weißdornblätter, zwei Eichenblätter, Waldzieste, Löwenzahn und Vogelmiere. Viele können sich ja gar nicht vorstellen, dass das möglich ist, nur noch eine feste Mahlzeit am Tag essen und dann auch so energiearm, wie das gehen soll. Vor vielen Jahren habe ich auch 5 Mahlzeiten am Tag gegessen und als ich ja mit YouTube gestartet bin, das war 2013, da habe ich 3 feste Mahlzeiten am Tag gegessen und zwischendrin auch mal kleine Snacks. Das hat sich dann auch im Laufe der letzten Jahre gewandelt. Irgendwann gab es Foodiaries mit 2 festen Mahlzeiten und einem Saft. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt, ganz intuitiv. Ich habe einfach meine Mahlzeiten an meinen wirklich individuellen Bedürfnissen angepasst und mir auch so ein gewisses Mindset dazu erschaffen. Ich habe in meinen Videos auch immer mal wieder das Buch Wir fressen uns zu Tode von Galina Shatalova erwähnt. Sie geht ja davon aus, dass wir Menschen unseren Körper permanent mit zu viel Nahrung überlasten und dass eben die Organe, das Verdauungssystem einfach so viel zu tun hat, dann so überlastet ist und wir werden aus diesem Grund nicht so alt, wie wir eigentlich werden könnten. Dieses Buch habe ich auch schon vor 14, 15, 16 Jahren gelesen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Das war damals für mich schon eine sehr provokante These. Wir fressen uns zu Tode. Aber ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder damit beschäftigt, auch viel experimentiert. Bin immer viel so in die Praxis gegangen und habe einfach geschaut, was ist für mich möglich. Seit September habe ich auch begonnen, so ein bisschen Klimmzüge zu machen. Das war immer so die Kräftigungsübung, wo ich immer gesagt habe, nee, das ist meine Grenze, das schaffe ich einfach nicht. Und letztes Jahr im September hat es mich dann hin und her gerissen und gesagt, nee, ich probiere das jetzt einfach, ich sage einfach nicht mehr, das kann ich nicht, sondern
ich nehme die Herausforderung an und seitdem praktiziere ich auch regelmäßig Klimmzüge. Ich musste allerdings mal im Winter 2 Monate Pause machen. Ich habe es dann wirklich ein bisschen übertrieben und habe jeden Tag Klimmzüge gemacht. Da gab es gar keine Erholungsphase mehr für meine Muskeln und meinen Rücken. Und dann hatte ich ein bisschen Rückenprobleme bekommen. Nach 2 Monaten waren die weg und jetzt mache ich wieder regelmäßig Klimmzüge. Allerdings mache ich auch immer 1-2 Tage Pause dazwischen. Letztes Jahr habe ich das erste Mal unten bei uns im Hof im Garten bei den Wäscheleinen versucht, Klimmzüge zu üben. Allerdings sind das keine, ist dieses Wäschestangengestell, also dieses so Metallrahmen, das sind leider keine runden Stangen, sondern so kantige. Das war so ein bisschen schwierig, aber auch heute noch, wenn ich Wäsche aufhänge, dann ziehe ich mich da ab und zu hoch und übe ein bisschen. Mittlerweile haben wir auch eine Klimmzugstange in der Wohnung. Also wir hatten erst eine, die man so über die Tür klemmen kann. Jetzt haben wir mittlerweile eine, die richtig fest an die Wand montiert ist. Und da übe ich auch regelmäßig 3-4 Mal die Woche Klimmzüge. Mit einer festen Mahlzeit am Tag ist es möglich, Kräftigungsübungen zu machen. Ich mache hier auch verschiedene Plank-Übungen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht zu meiner Lieblings-Plank-Übung. Das kann ich euch oben in den Infokarten auch verlinken. Also auch möglich mit energiearme, aber nährstoffreiche Ernährung verschiedene Kräftigungsübungen zu machen, wirklich auch fit und kraftvoll zu bleiben. Gegen 15 Uhr trinke ich einen frisch gepressten Wildkräutersaft bzw. Wildpflanzensaft. Dabei ist natürlich das Wiesengras, Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, Taubnessel, Breitwegerich und Vogelmiere. Gegen 16.30 Uhr trinke ich 400 ml Grassaft aus Wasser und 2 Esslöffel Grassaftpulver. Gegen 18 Uhr beginne ich meine feste Mahlzeit. Normalerweise starte ich meine feste Mahlzeit mit reifen Früchten, meistens einer Mono-Mahlzeit an Früchten, also immer eine Sorte einer Frucht. Und heute habe ich mir mal ein rohveganes Eis zubereitet aus mehreren Zutaten. Angekeimte Sonnenblumenkerne, gefrorene Himbeeren, Lindenblätter, ein bisschen Zitronenschalenabrieb und Pfefferminzblätter sind noch dabei und etwas grünes Stevia-Pulver zum Süßen. Das ist der zweite Teil meiner Mahlzeit für heute. Ich habe wieder einen Salat aus geraspelten Gurken, Zwiebelgrünkraut und dem Pulver grünes Leben. Dazu gibt es italienischen Wrap, also ich werde diesen Salat hier in solche Wrap-Hälften füllen. Und dazu gibt es noch ein bisschen Sprossen, das sind Alfalfa-Sprossen und hier auch wieder eine Portion Wildgrün, das ist Giersch und Linde. Gegen 14.35 Uhr trinke ich ca. 400 bis 450 ml Stangenselleriesaft. Gegen 16 Uhr trinke ich ca. 700 ml grünen Saft aus verschiedenen Wildkräutern wie Brennnessel, Giersch, Wiesengras, Taubnessel, Vogelmiere, Schafgarbe und Guntermann. Reiner Saft waren es vielleicht 500 ml und den habe ich dann noch mit ein bisschen gefiltertem Wasser verdünnt. Gegen 18.30 Uhr beginne ich meine feste Mahlzeit für heute. Ihr seht rechts Apfelstücke. Das sind noch regionale Äpfel, allerdings Lagerware, habe ich bei uns im Bioladen gekauft. Und links seht ihr eine Schüssel mit eingeweichten Trockenfrüchten. Das sind Jackfruchtstücke, die habe ich ca. 2 Stunden in warmem Wasser eingeweicht, mit gefiltertem Wasser. Das ist der zweite Teil meiner Abendmahlzeit, schön frisch und grün. Hier seht ihr meinen absoluten Lieblingssalat, ganz einfach. Ich habe 4 Biogurken geschält und mit einer
Gemüsereibe grob geraspelt. Das ist eine meiner Lieblingsspeisen schon seit Jahren. Ganz am Anfang habe ich mir immer aus den Gurken Gurkenspaghetti gemacht, aber die Mühe mache ich mir jetzt gar nicht mehr. Jetzt raspel ich die Gurken einfach mit einer Gemüsereibe. Ich werde euch auch mal eine Gemüsereibe unten verlinken. Das ist die, die ich immer so verwende. Und dann habe ich diese Gurkenraspel einfach mit einer großen Portion Kressesprossen vermischt und mit mindestens 2 gehäuften Esslöffeln Chlorella-Pulver. Und dann habe ich hier noch so diesen Salat mit kleinen Tomaten dekoriert. Hier sind auch noch ein paar Tomaten, die habe ich halbiert und ein bisschen mit Basilikum dekoriert. Dann haben wir hier noch eine kleine Portion Babyspinat und hier noch ein bisschen ein würziger Snack. Das ist getrocknetes Kokosnussfleisch. Das wurde vor dem Trocknen in Tamari mariniert mit ein bisschen Paprikapulver, Edelsüß, Ingwerpulver und Knoblauch. Es ist jetzt gegen 13.30 Uhr. Ich trinke jetzt frisch gepressten Stangenselleriesaft. Gegen 16.30 Uhr trinke ich einen puren Möhrensaft aus violetten Möhren. Kurz vor 20 Uhr habe ich mir das Wasser zweier Trinkkokosnüsse mit je einem Esslöffel Chlorellapulver und einem Esslöffel Spirulina-Pulver gemixt. Das war's wieder von mir, ein pflanzliches, frisches Food Diary. Ich freue mich über euer Feedback zu diesem Video. Könnt ihr euch vorstellen, euch so zu ernähren, beziehungsweise könntet ihr euch vorstellen, einige Säfte bzw. feste Mahlzeiten auch in euren Ernährungsplan zu integrieren. Ich freue mich über regen Austausch, wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, eure Silke.